Ihr wollt wissen, wie es mit meiner Nebenproduktion weitergeht? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wir wollen hier weitermachen. Und zwar brauchen wir Raffinerien. Wir brauchen eine Menge Raffinerien. Also letztendlich, was steht auf der Liste? 40 Stück haben wir noch vor uns. Wir brauchen da 17 und da 23. Ey, das passt sogar. Das heißt, wir machen erstmal was für Kupfer. So, jetzt haben wir gesagt 17. Wo fange ich damit an? Macht das Sinn? Ich muss mal eine haben, um so ein bisschen zu gucken. So hätte ich da noch die Chance, das weiterlaufen zu lassen. Ne? Und so, wenn ich es eigentlich so hinstelle. Jetzt funktioniert schon nicht mehr. Gucken wir jetzt mal. Hier haben wir alles an Material, was ich so habe. Beton läuft ja schon wunderbar. Brauchen wir auch. Theoretisch sollte das alles sein. Warum fehlt mir Stahlrohr? Ich habe eine Ahnung, warum. Okay, wir müssen nochmal Stahlrohr holen. Wir haben da drüben noch welche. Mache ich das zuerst oder mache ich das? Nein, wir gucken mal. Jetzt habe ich gesagt, wie viele fehlen uns? Keine 100. Das ist ärgerlich. Das wären 5 Container wieder runter. Das machen wir nicht. So, wir wollen jetzt. Ups. Gut. Wir wollen jetzt wie viel haben? Wir wollen erstmal die 17. Also hier. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. So, jetzt haben wir 2 Möglichkeiten. Entweder ziehe ich den Spaß hier rum und pack das alles so in die Mitte. Oder wir ziehen das weiter raus. Ich glaube, ich bin für die Mitte. Und kein Zeug, das irgendwie. So, muss man mal gucken, das war. Jetzt wird es schwer dazu sehen. So, glaube ich. Ja. 1, 2, 3. Ups. 4, 5, 6, 7. Das ist unser Kupferzeug. Das heißt, wir können dann hingehen. Gut, aber jetzt, das wird nochmal schwierig. Uiuiui. Wie machen wir das denn? Was brauchen wir eigentlich hier für ein Wasser? Das ist eine ganz blöde Zahl. Das andere brauchen wir genau 500. Gut, das können wir dann zusammenleiten. Das passt schon. Da muss ich mir echt noch überlegen, oder? Wir könnten natürlich auch die 3, die jetzt hier fehlen, hier anschließen. Und zwar verkehrt rum. Weil das, was da rauskommt, muss zum Teil hier rein. Das war der größere Teil. Der kleinere Teil geht nachher in andere Maschinen. Wollen wir uns jetzt erst um die Kabel? Na komm, wir machen dringend. Haben dann wenigstens die 3 schon mal stehen. Fehlen uns noch 20.
Das wären nochmal zwei Reihen hier. Da müssen wir aber definitiv noch in die Richtung rausbauen. Ja, auch direkt tun. Aber bevor wir das machen, setzen wir einmal hier eine Säule runter. Einfach nur, damit wir diese vier Säulen haben. Jetzt haben wir das Ganze. Wie lang ist denn das hier? Zwölf. Okay. Zwölf. Zehn. Machen wir das. Das passt ja super. Machen wir uns hier schon mal die Plattform hin, auf der wir arbeiten wollen. Wir haben sowieso noch einige Maschinen vor uns, wie man das drüben sieht. Mir fehlt Beton. Überlege, seltsame Konstruktionen oder Gebäudeformen oder was auch immer zu machen, und dann wieder so eine Open-Air-Produktion für, also große Produktion immer schön mit irgendwie einem Gebäude und muss da rein und keine Ahnung wie, und dann haben wir diese Hilfsdinger immer schön im Freien, immer im Freien, wobei unser AKW-Gedönse ist ja auch mehr im Freien als verkleidet. Aber das wäre nochmal einiges an Beton, was wir da versenken würden. Oder auch an Quarzsand für Glas. Könnte man nochmal machen, aber wir haben ja gerade ein anderes Projekt. So, dahin, bitte. Eigentlich immer noch wieder zurück tun. So, dahin, sonst fall ich. Okay, zack. Und noch zack. So. Komm. Wir machen jetzt einmal holen wir uns die. Das wäre überhaupt nicht clever. Aber wir haben wenigstens einen frei. Und wir könnten das da oben nochmal ändern. Ja. Ist schön, dass die Drohne ständig hin und her fliegt, obwohl nichts drin ist. Aber gut. Lassen wir so. Ich hatte auch vorsichtshalber mal das Ding wieder angemacht, weil ich reiste nur noch hier drüber, weil sie konnten nicht landen, weil das Ding war ja aus. Also der Drohnenlandeplatz. So. Da müssen wir einmal gucken. Ich habe natürlich wieder nicht angeschrieben, wo was drin ist. Das heißt, wir suchen jetzt. Und ich meine aber, wir hätten hier noch Rohre drin gehabt. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Und ich muss komplett. Doch, da sind wir. Wir kommen dann nochmal, aber wenigstens voll, ne? So. Haben wir auch. Sieht von hier aus schon ganz nett aus.
So, darüber, dann darauf. Ja, da muss ich euch vorne rummachen. Na, egal. Es ist übrigens faszinierend, was man aus diesen alternativen Kupferbarren-Rezept rausbekommt. Also das ist echt abgefahren. Passt so gerade eben. Ich kann doch hier bestimmt mit dich gut. Nein, kann ich nicht. Muss ich hier rüber? So, zack. Da drüben sind wir. Fertig. Okay. Jetzt muss ich hier aber besser zwei freilassen. Weil sonst wird das. Und hier kommt was raus und da vorne geht was rein. Und daneben muss auch was anderes rein. Hier lassen wir zwei frei. So. Macht das so rum Sinn. Das macht so gut. Das passt. Neun. Ist wahrscheinlich, ne? Wobei wir kriegen das Bohrzeug definitiv hier rumgeleitet. Das heißt hier hin. Jetzt möglichst eine freihalten. Passt auf. Und dann sind wir auch schon gleich links in Raffinerien durch. Wunderbar, das haben wir. Jetzt haben wir gesagt, es bleiben hier, es bleibt hier Wasser. Wir haben hier, okay, wir müssen sowieso einmal noch einen Rand bauen. Ja. Was ich irgendwie bewegen kann, hier müssen ja auch noch Rohre dran vorbei. Ich da an der Seite nicht mehr hoch, das ist aber auch nicht das Problem. Das kann man anders lösen. Jetzt ziehen wir dahin. Dann geht der Spaß. Dann. Dann. Nämlich direkt hier. Guck mal, das ist jetzt vertikal. Habe ich das Glück da vorne auch noch? Das wäre ja super. Dann kann ich das hier. Das sieht nicht so aus. Auch irgendwo Strom. Hier ist doch ein Strommast. So. Da haben wir die wenigstens auf Stützen gestellt. Und dann einmal da lang. Und hier. Ja, ist da mit dem Strom ein bisschen blöd, aber mein Gott. Wir kommen von oben noch dran, das ist schon mal ganz gut. Ja, haben wir so einen kleinen. So ein kleines Ding da drumherum. Perfekt.
Was haben wir eigentlich noch an Motoren über? 18. Was brauchen wir für die Pumpe? Das ist ja ein Träumchen. Da habe ich ja überhaupt nicht mit gerechnet. Ja, wunderbar. So. Wir fangen jetzt erstmal an. Wir haben hier hinten noch 43,3 über an Wasser. 33,3. So. 33,3. Wir gehen jetzt einmal hier hin. Bei den ersten 17 müssen wir das Pufferbacken-Rezept einstellen. Pufferbacken. Ja, wir kriegen schon. Wir kriegen 3 damit schon mal. Beackert. Das ist ja mega. Hier. Nein, ich bin. Welchen Krug hier? Welchen Deck? Bist du aber noch hier? Ja, genau. So sollte das sein. Erstmal gucken, wo Eisen ist. Eisen ist quasi direkt hier um die Ecke. So. Da war ein schwarzes Loch. Da rein. Da rein. Da rein. Da rein. So, jetzt müssten noch diese hier und dann sind 3 über, ne? Weil ab hier sind die anderen Löcher. Ja. Du machst mir gedampftes Kupferblech. Wenn ich jetzt durch die innere Reihe gegangen hätte, ich immer nur links, rechts, mir einmal den Weg gespart, aber ich hätte eh wieder zurück gemusst, also von daher alles gut. Da rein. So. Dann da. Und wir haben den Spaß aufgestellt. Wunderbar. Nun geht's wieder los. Laufpause. Raffis Manifold. Von der Seite rein, bitte. So, der erste muss sitzen. Ich freue mich so auf den neuen Modus, dass man sich das vernünftig angucken kann vorher, bevor man es aufbaut. Das ist nämlich viel zu nah. Das heißt, wir kriegen nämlich den jetzt gar nicht rein. Wieder der falsche Knopf. Muss sitzen. Wir setzen uns den jetzt hier hin. Ein bisschen weiter. Ja, passt schon. Das sieht gut aus. So. Nur noch überlegen, wie mache ich das genau mit den dreien in der Mitte und wo lasse ich was reinlaufen. Letztendlich verstehe ich ja 633 das ist gut. Auf der anderen Seite noch. Das auch.
erst hin. Ja, also lasse ich das erst in die reinlaufen und gehe dann rüber in die anderen. Wobei ich könnte, eigentlich ist es egal, weil ich kann das Wasser ja von der anderen Seite kommen lassen, was ich dafür brauche. Das ist eine gute Idee. So, die haben wir drin. Dann gehen wir darüber. Grundsätzlich ist es ja eine gute Idee, Wasser von beiden Seiten rankommen zu lassen. Langsam durch sein. Oh, Autosave. Ja, das lassen wir mal eben laufen. Also, hier machen wir jetzt gleich das Loch hin für nach unten, um da das Ufer reinlaufen zu lassen. Das machen wir auch dann direkt schon mal drauf. Dann holen wir uns das erste Wasser, dann können die ersten schon mal loslegen. Drei Stück können wir ja schon mal anschließen. Damit ändere ich jetzt noch die. Ich glaube, das mache ich diesmal nicht. Dann lasse das jetzt wieder in die 600er gehen und fütter dieses eine einzelne hier schon zu. Da kämen nochmal 120 oben drauf. Dann kann ich nämlich hier quasi schon mal 12 Stück mehr machen. Ja, sowieso am Ende zu viel Wasser. Das ist ja auch gut. Und, oh, wenn ich das so weiterziehe, wie ich mir das gerade denke, dann hätte ich nämlich einen kompletten Kreislauf, der von beiden Seiten gefüttert wird. Das ist gut. Das ist echt gut. So, also, wir machen uns hier das Loch hin. Ja. Dort kommt der Kollege drauf, der das hier rein. Dann gehen wir einmal hier an die Seite und fallen hier runter. Nehmen uns den Kollegen. Mit der Höhe. Ups. Hier hin. Die Höhe. Band hier hin. Weg. Band hier hin. Hoch. Gleichzeitig. Gucken, wo Eisen ist. Immer wichtig, erst gucken, wo Eisen ist. Dann alles andere machen. Ja, sondern das sagt du hast echt nicht. Und ab nach oben. Ich ab oben. Ich möchte gerne hoch. Entschuldigung, Sie könnten Sie mir kurz einen Fahrstuhl zur Verfügung stellen. Dankeschön. Geht doch. So, das heißt, ich würde. Moment, 1, 2, 3. Ab da sind 300 in der Leitung. Ab hier sind nur noch 200 in der Leitung. Ab da sind 100 in der Leitung. Wenn ich hier zufütter, habe ich erstmal genug Platz dafür. Einmal hier ein Loch hin. Das ist aber nur eine 300er Leitung. So. Da ist unsere Zufütterleitung. Sehr gut. Dann sagen wir einmal. Oh. Oh. Hier hin. Oh, oh. Da hin.
Nee, wir lassen das, weil wir von der anderen Seite auch noch Wasser da reinkriegen und ich nicht weiß, wie viel das am Ende ist. Deswegen lassen wir das. Wir ziehen jetzt gerade das Wasser. Dahin. Was ich hier gerade tue, macht überhaupt keinen Sinn. Wenn ich immer nur 300er da einfülle. Ja, ich will wieder gucken, wo muss ich jetzt über alles aktualisieren. Da. 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 So, jetzt sollte eigentlich kein Wasser anliegen. Wir haben hier, hier werden 500 verbraucht. Und 600 über reinleiten. Okay, es bleiben immer noch 28 über. Wo sind die? Ich bin einfach zu blöd für Wasser. Egal. Halb so wild. Wir müssen eh jetzt erst noch unten die alle verbinden. Oh, unsere Zeit ist fast gut. Okay. Passt auf. Bis zum nächsten Mal gehe ich hin und schließ den ganzen Kram hier an und guck mal, wie das mit dem Wasser weitergeht. Und dann gucken wir uns am weiter. Gemeinsam an, was ich hier gemacht habe, und wir bauen die restlichen Maschinen. Das sind ja dann nur noch Parkkonstruktoren und ein paar Fabrikatoren. Und dann haben wir hier wunderbar, dann kommt hier unser Kupfer raus, da kommen unsere Bleche raus und so. Dann haben wir halt relativ zügig auch geklärt. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen. Tschüss.